What's up? Herzlich willkommen zum neuen Vlog auf dem Kanal. Es ist sage und schreibe 9.05 Uhr. Thailand hat meinen Schlafbus gefixt. Jetzt geht's daran, ihn wieder zu ficken. Und zwar geht's für mich nach Malle zum Ballermann-Opening. Malle denke ich immer lustig und ich hab's extra nicht angekündigt. Niemand weiß, dass ich da hingehe. Nee, Bro, niemand wusste es. Spätestens nach einem Tag wusste es jeder. And you smart as fuck, I got that bitch straight out of here. Yeah. Wie ich hier bin, das kannst du auch keinem erzählen, ne? Und wir haben ja auch schon die Problemkinder, mit denen ich reise. Die sich um 10 Uhr morgens die Schatz holen oder so. Ein Prüsterchen. Das wusste niemand, Junge. Bro, ihr habt nach einem Tag gepostet, wie du da mit Waldhof Mannheim Trikot im Fahrstuhl sitzt. Natürlich hat man das gewusst. Das ist lecker. Ja, ich sag doch. So, guten Morgen. Hä? Dieser Flughafen ist hier das. Was war denn das für ein Cut? Cora, hast du das Video geschnitten? Mal so. Aktivier mal dein Windows. Ich hab diesen Code. Schlimm, man macht hier einen Marathon. Ich schwöre, man läuft 20 Minuten hier raus. Das ist Prince K1. Und Mark, Knossi, Mickey Krause. Okay, Ahmed kommt anscheinend nach. Adam landet um 15.30 Uhr oder so. Und Kalle erst abends. Der Geruch von Freiheit. Der gute alte Malle Flughafen. Der erste, den ich sehe, direkt frisch um. Oh, jetzt zieh ich mich kurz um. Es ist jetzt. Bei Sydney's Vlogs bin ich so frei. Digga, bei mir, bei meinen Vlogs bist du so nicht frei. Ohne Witz, Koray, langsam raste ich aus, ne? Ich hab mir den Formel E Vlog angeguckt. Ja, nicer Vlog. Ja, haha, hihi. Keine lustigen Cuts. Keine irgendwie Specials, sondern einfach Video an Video aneinandergereiht. Ich werde bald ausrasten. Also, no front, aber Sid's Vlogs werden krasser geschnitten. Ich schwöre, das ist so. Das ist übelst unfair. Wir haben die gleichen Cutter. Stell dir vor, wir haben die gleiche Mannschaft, ja? Wir haben die gleiche Mannschaft, die gleichen Spieler. Alles ist gleich, aber er spielt bei ihm besser als bei mir. Ohne Sinn, verstehe ich nicht. Bei dir muss ich jeder Detail nutzen, Junge. Du lässt mich nicht mein Potenzial ausschöpfen. Hä, bist du hässlich? Digga, du sollst einfach die normalen Cuts machen, du Dummkopf. Guter Content mit Steifen zwischendurch. Ich weiß, warum Koray besser cuttet, Digga. Weil da irgendwie dann Frauen zu sehen sind, wo Koray, weiß ich nicht, drauf geiert und sich dann freut, dass er Videos schneiden darf. Bei mir wird sowas nicht gezeigt. 14.30 Uhr, es ist 14.30 Uhr. Mein Outfit für Tag 1, weil der Mann nicht da sein kann. Sommer läuft hier gleich rum. Seid gespannt auf meine Outfits, Mann. Ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht. Zweiter Tag auch vogelwildes Outfit. Bin ich so auf einmal im Zimmer von den Jungs? Ihr wisst schon, wir gehen nur zum Ballermann Megapark, ne? Also. Bamboleo ist auch wieder offen. Bamboleo ist offen. Bierkönig, ja. Bamboleo sieht gut aus. Und ist voll, muss man sagen. Für 14 Uhr ist es super. Die schlechte Pizza ist gekommen. Es geht nicht darum, wie es schmeckt, sondern einfach, dass du was im Magen hast hier. Ich hab zum ersten Mal auf Malle. Ist Eldos hier im Chat? Ich hoffe nicht. Hä? Aus, ob ich noch Malle gehe. Ja, kann doch sein. Die werden den Porsche schon mal nicht gewinnen. Sage ich, sehr gut. Raphael und Lucky, danke für die Subs. Nice, ein lustiger Cut. Ja, natürlich, bei mir gibt's sowas nicht. Beckham, war Lotelli. Die werden den Porsche schon mal nicht gewinnen. Vor allen Dingen, das ist so übertrieben. Ich laufe ja nicht mal so krass so. Ich habe eine leichte O-Beine, ja. Aber Chat übertreibt. Mittlerweile ist das Mobbing. Im Internet Mobbing. Doch, ja. Guckt euch den Chat an. Ich dachte, ihr supportet mich. Ich werde hier immer nur von euch verarscht, 24/7 im Chat. Was ist du? Digga, wie laut. Was soll das? Das check ich auch nicht. Das hat Sidney auch schon vorhin zu mir gesagt. Achte mal drauf, was sie sagen. Wie laut. Ich dachte, Dortmund ist so voll beliebt in Deutschland. Alle sind eher für Dortmund. Weil sie nicht für Bayern sind, eher für Dortmund. Ich dachte, warum habe ich jetzt schon öfter mitbekommen, dass viele was gegen Dortmund haben? Warum? So, bei Bayern kann ich verstehen so. Die haben voll viel Erfolg und die Leute wollen immer, meistens auch die Erfolg haben, irgendwie, dass sie da nicht so, im Fußball auch besonders, immer eher für den Underdog. Aber warum Dortmund? Das ist im Malle so. Ich hab die auch dabei im Hotel. Gute Tasche. Also erste Stunde hier, nahezu unaushaltbar. Ich hab, glaube ich, pro Minute mindestens 2 Bilder. Ich will kein Trikottausch machen. So, dann läuft man hier 2 Meter, dann kommen die Nächsten. Alle haben 7 Promille. Ich komme und sage, nö. Kolle! Bayern, Dortmund! Josie, Lara am 7. Danke, Lara. Nee, 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 nee.
Er sagt, er hat meine Tweets gesehen. Hast du mich beleidigt unter den Tweets? Nein, keine Hater. Ich bin kein Hater auf Twitter. Digga, das ist nicht real, oder? Wenn das real, das muss gefaked sein. Koray, das ist nicht real, oder? Nein, ja, okay, das wäre krass lustig gewesen. Ja, das brauche ich noch. Yes, sir. A2ST, deutscher Meister. Wolle, ne? Ich hab genügend davon. Was ist das? Brata, 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 mein Vater. Ey, wie cool wäre, wenn Eidos hier wäre? Ist schon voll, Megapack ist immer voll. Roland Crocs, gib mir langsam eine Partnerschaft. Der nächste, maybe auch Partnerschaft mit Karl. Alter! Kante Gebenovic. Hans Maul, Digga, ich glaube, Spanier, Digga, die denken sich, die Wichser kommen hier immer hin im Sommer und gehen uns auf den Sack mit ihren Fußballtrikots. Du bist ein Mann. Warum? Weil du einfach trotzdem Zeit für uns hast. Nur weil du eine gute Aussicht hast. Hey, komm mal her. Dein Bruder, ne? Sind ja die Binde abgelegt, weil er ihr nicht würdig war, sagt er. Weil er einmal um 0 Uhr und einmal um irgendwie 21 Uhr aufs Zimmer gegangen ist, weil er nicht mehr konnte. Weil er ihr nicht würdig war, da hatte ich noch die Binde. Du musstest sie abgeben, Sydney. Er war es nicht würdig, Kapitän zu sein. Du warst es nicht würdig, Bierkapitän zu sein. Ich war jetzt in meinem ganzen Leben zweimal auf Mallorca. Das erste Mal, als ich im was ist das, im Megapark, ne? Als ich das erste Mal da drin war, hat es 10 Sekunden gedauert, bis ich angekotzt wurde. Da hat jemand auf den Boden gekotzt und dann sind so Stücke an mein Bein gegangen. Da habe ich die erste Erfahrung. Zweite Mal war mit, hier letztes Jahr, mit dieser ganzen Gruppe, waren wir ja bei den Summer Games auf Mallorca. Digga, und da war auch, das war wie ein Abonnententreffen, ne? Das war so krass. Und dann kommen die so an und sind völlig Hacke. Wacha, also, das weißt du immer nicht. Das war der schönste Trip meines Lebens, schreibt Cora. Ey, Kalle, wie geht's dir eigentlich, Bro? Digga, Kalle, da war er noch nüchtern, das sieht man direkt. Kalle, du bist so geil. Alter! Ich weiß nicht, wozu Kalle überhaupt mein Handy hat. Er trinkt einfach nur. Naja, da war es da nicht. Scheißegal, ich liebe den Kalle. Moin, meine aktiven Freunde und herzlich willkommen. Uani Bertankos. Eine Woche wach. Supporter, das ist es. 32. Monat. Stark. 32. immer stark. Nein. Auch gleiche Stelle aufs Knie. 21, 22. Ich schwör's dir, das liegt daran, dass Koray besser cut. Also er freut sich einfach mehr aufs Video, habe ich das Gefühl. Er ist da viel mehr dabei. Das ist Koray, du bist ein richtig notgeiler Sack, Real Talk. Kann doch nicht sein, dass du besser cuttest, nur weil du da rumgeierst. Bei mir gibt's einfach so ganz normale Wohnungsvlogs, ja. Hier mal mit seinen Kumpels, den Stadionvlog. Die werden alle scheiße geschnitten. Okay, nicht scheiße. Aber da steckt keine Liebe hinter. Hier geht dein Herz richtig auf, das merkt man. Bei Sydney komme ich in die Kabine, Trainer gibt mir Massage und fragt mich, wie mein Tag war. Bei Eli Trainer sagt, bringt mir Kaffee. Es, ohne Witz, das kann nicht sein. Friede begibt sich aus dem Megapark, weil ich Hunger habe. Was esse ich? 29 stark. Hier eine ganz dreckige Rostbratwurst. Halben Meter Bratwurst. Da habe ich auch schon mal einen Döner gegessen, der war respektlos, ich schwör's dir. Dieser Döner hier, ich will, also, das war echt krass. Das ist das Endprodukt. Ich setze mich jetzt hier zu irgendwelchen Bratiros, zu irgendwelchen Brés und dann esse ich meine Bratwurst. Ey, Zello und Paul haben sich umgezogen, Leute. Man sieht, ey, so toll. Outfit-Check, oh mein Gott. Scheiße. Halt sie, ja. Schwanz.
Egal, so ein Knecht, der wirklich. Kalle! Ja! Kalle! Wenn die wüsste, wie behaart der ist. Junge. Kalle. Einfach aufgegessen. Ich hab das schon geschlafen. Einfach random auf Toilette, ne? War die zweite nicht die, die BBC liebt? Da ist sie bei Kalle auf jeden Fall richtig. Scheiße! Der hat die aus dem Flugzeug geklaut. I'm a drunk slut. Hey, what's up, drunk slut? Das ist mein Fit, sponsored by Koray. Das und das, mein Bro. Nee, auch Jungs. Mach mal, zieh mal an. Das kann auch nur von euch kommen. Das ist es? Digga. Ich weiß ganz genau, Omid, wir willst ja lieber mit. Koray, heute 3-1 auf die Fresse bekommen, hä, Koray? Wie sieht's aus, Bro, Corey? Das wäre so geil gewesen. Bro, chill, sind noch erster. Bro, chill. Fenner wird noch patzen, sind noch erster, Bro. Gnade gehen. Omid wird einfach, dem ist es richtig egal. Der wird einfach jetzt so komplett die Straße alleine in den Land laufen. Gestern, ich habe gar keine Win-Challenge gemacht. Nasen ist auch noch erster. 2 von 2 kotzen gestern. Digga, das zweite Mal, also erstmal ganz normal auf Toilette, den taktischen. Zweite Mal. Hugo-Video guck ich danach. Auf dem Weg nach draußen. Ja. Ich hatte noch irgendwie, ich wollte noch schnell mein Glas austrinken. Und dann ich merke so, fuck. Ich will sogar rausgehen. Okay. Mitten auf so Hasen ist jetzt weiter. Oh, okay. Ich wollte nicht rauskotzen, der hat sich so im Mund, so ein bisschen. Aber nur ganz bisschen so. Oh. So gleich aufgestoßen. Und dann war das so richtig klar, kam nochmal. Und dann war der Mund voll. Nein. Lauf an dir vorbei. Und dann war da so ein Müll beim noch im Megafuck. Und heute Win Challenge? Was war das? Ich dachte, das Malle nicht. Okay. Zweimal kosten ist okay. Drin. Okay. 0 von 1 eklige Bratwurst? Ja, 0 von 1 irgendwas ekligen. Also Döner, ja. Bratwurst. Ja. Was gibt's denn da noch? 10 von 10 Tower. Ja. Und ja. 10 Tower? 10 Tower? 2 von 2 Gotzi, ekliges Essen und 10 Tower. Ja. Das sind 1, 2, ne? Ja. Was war denn das für ein Vlog bis jetzt? Ich glaube, Kalle hat nur Dritten gefunden. Digga, Kalle hatte gestern Dauerstellen, oder? Omid kommt jetzt noch dazu. Guck mal, wie schlecht Omid sein Outfit ist. Ich hab voll viel erwartet, Digga. Einfach normal. Was ist denn bei dir besonders, Digga? Sag mal. Ich hab eine schlechte Brille, ein Gala-Trikot. Ich hab Crocs an. Also meins ausgefallen als deins. Ja, meins wirklich mit der Zeit. Digga, ich will deine Flossen sehen. So, zweiter Tag, heute ist Freitag, das Line-Up heute. Manni ist da und Samu. Julian Benz, I'm Closy. Ab 20:30 geht's ab. Kajakandela mit dem 31 Fabian Pharrell, Digga. An der Promenade. Wir verbringen Digga, der sah ein bisschen aus wie Sydney. Kajakandela mit dem 31. Das hier sieht ein bisschen aus wie Sydney, oder? So ein bisschen, ganz bisschen? Nö, ja, okay, passt. Fabian Pharrell, Digga. An der Promenade. Hier verbringt man auch eigentlich viel Zeit. Guten Tag. Und zwar setzt man sich dann hier hin und ja, sitzt da rum, so wie dir. Ey Leute, mein Kumpel kommt Backflip! Oha. Ist Kalle hier im Chat? Koray, hast du das Kalle-Video gesehen? Sydney, hast du das kennt er nicht, ne? Das ist safe nicht im Vlog. Sydney, das, was du mir heute... Nee, hat er nicht. Digga, das musst du ihnen eigentlich zeigen, so, ne? Ich kannte das selber nicht, Bro. Ne, das kann man nicht ins Video... Das kann man wirklich nicht ins Video machen. Also, Real Talk, das geht nicht. War da nicht bei Sinn. Stand 3 Meter daneben. Digga, ich kann euch... Schick das mal bitte Koray. Koray kannst du vertrauen. Aber du musst dich festhalten, bevor du das guckst. Das war krass. Ey, der hat mich aufgenommen. Ah, ist nicht drauf. Nein. Boah, Alter. Wer ist das? Ich hab normal gesagt. Amor! Nur anteasern. Anteaser, Krawalldose. Aber bin angeschnallt. Jetzt achtet auf die Reaktion von Koray. Also nur Krawalldose. Bruder, Digga. Schlimm, ne? Einfach völlig. Ich sag sogar, wenn man das ins Video machen würde, würde es sogar Props geben. Aber kannst du nicht machen. Ruf mich an. Eli,
Wann kommst du mal wieder nach Mannheim? Ja, Jungs, ja. Kell, komm doch mal. Was kommst du denn jetzt wieder? Das ist witzig. Ich kenne man. Wir haben gerade überlegt, schon das erste abzuhaken. Bratwurst. Aber das zählt nicht. Man muss sie wirklich wollen. Nein, den darfst du nicht checken. Den darfst du nicht checken. Du musst bei 4 Promille dahin gehen. Ja, oder? Mach uns mit. Überrasch mich. Überrasch mich. Ich will was essen. So muss sie kommen. Sonst zählt sie. Die darf nicht bewusst passieren. Ich habe einen Zehner. Gib mir was. Ich hab einen Zehner und eigentlich darf ich gar nichts. Gibt was Scharfes? Das haben so viele hier, ne? Das ist crazy. Wo hat Kalle gemacht? Angepisst. In Köln Karneval. Hat er mir auf den Zug. Digga, was denken eigentlich seine Arbeitskollegen so von Kalle? Was denken seine Arbeitskollegen eigentlich? Der hat ja auch, ich glaube sogar sein Chef kennt mich, wenn ich mich nicht, also hat glaube ich mal Kalle zu mir gesagt. Was denken die denn? Der guckt ja dann bestimmt so die Videos. Was arbeitet er? Er arbeitet bei Telekom. Ich weiß nicht ganz genau, was er da macht, aber er arbeitet bei Telekom auf jeden Fall. Also falls ihr Probleme habt mit eurer Leitung, einfach mal Kalle anschreiben, der hilft euch bestimmt. Woher hat denn das auf einmal? Das ist Fokus, oder? Sieht aus wie Fokus-Trikot. Ciao, Leute, Krippers! Auf die Schuhe! Auf die Schuhe! Auf die Schuhe! Celebrate durch, Alter! Ey, geil, Digga, der Tisch ist mitgekommen, Digga. Digga, die Kameraführung, ne? Also. Ich überlege mit dem Saufen auf zu hören. Was ist das? Bei mir? Prinzessin auf dem Arsch? Ja! Kalle, Digga, ich kann das nicht mit Kalle. Ich kann das nicht mit dem. Stellt euch mal vor, ihr seid so voll der Fan irgendwie von Sydney und dann seht ihr euren Vater einfach mit Sydney zusammen auf Malle im Megapark im Vlog. Bei Sydney kracht es mehr als bei Schalke nach der Saison. Und der Mann war heute auf Platz und hat 4 Tore geschossen. Was die Gegner sich eigentlich immer so denken müssen, teilweise. Der Typ so, das. Dave hat sich, glaube ich, den schlechtesten Döner der Welt gekauft. Was ist denn das, Digga? Also jetzt im Ernst, das kannst du nicht verkaufen. Ja, noch. So, wie viel kostet einmal Essen in Dings, am Ballermann? All inclusive. Ist schon das Beste, was du. Wo ist Ahmed? Der ist oben, Bro. Nein. Digga, ich hab mich gestern verabschiedet. Da war es noch hell. Und dann hast du die Binde abgegeben. Da, jetzt musstest du die Binde abgeben, Sydney. Also so abrupt. Da muss man die Binde abgeben. Da habe ich auf den Teller gekotzt. Ach, nicht würdig. Du bist der Bierkapitänsbinde nicht würdig. Sydney, versteh das, okay? Check das mal. 20 Uhr, oder? Was, der Held? Keine Ahnung. Ich habe im Restaurant auf den Tisch gekotzt. Also wurde mir gesagt. Ja, und da mein zweiter Tag war auch wieder relativ kurz. Deswegen. Endlich kein Muggel mehr. Sehr gut, Bro. Kotzen habe ich safe erfüllt. Hast du jetzt irgendwie gewesen? Nee. Erster Abend war ich gar nicht da. Da sind die schon um 1 Uhr nach Hause gegangen. Zweiter Abend, einer ist um 21 Uhr weg, der eine ist um 0 Uhr. Du bist einfach gegangen, Digga. Du musst hier einfach gehen, Bro. Der war auch bis 2:30 Uhr oder so eine Promenade. Ich habe auch meine Bierkapitänsbinde abgenommen. Ich bin's nicht würdig. Aber der hat jetzt 2. Guck mal, wie er aussieht, Digga. Rede geht's nicht gut. Mein Flug geht in 2 Stunden oder 3 oder so. Digga, man hört hier nur klatschen, ne? Man hört hier nur klatschen. Dings, warum kann ich schwimmen? Digga, der war jetzt mit dem Trikot. Die geben mir Kickernote. Das ist eine Performance. Ich hab so, das ist das 4. oder 5. Mal, dass wir miteinander Malle sind. Und ich habe noch nie so eine schlechte Leistung. Ja, ich auch. Ich bin so enttäuscht. Kickernote. Sag mal die Note. Sag mal die Note. So. Es ist nicht so dieses, ey, sorry, dass ich gestern so schlecht war. Das ist einfach, man muss hier gut sein. Kickernote 6,0. 6,0. Nee, Junge, da, nein. Doch, 100%. Aber war ich davon nicht cool? War ich davon nicht lustig drauf?
Champions-League-Finale. Junge. Ja, wow, Digga. Ich bin kein Bierkapitän mehr. Was labert ihr? Wir sind so sauer auf mich. Kann ich auch eine Sex, Mann. Bitte. Wie sauer. Bro, er geht einfach nach Hause, Digga. Das kommt ja, darauf, komm ich. Ja, ich hab keinen Bock morgen um 8 Uhr morgens. Ich hab ungefähr in 2 Tagen 2000 Bilder gemacht oder so. Mit 500 Leuten reingeschlagen. Auch geil. Immer reinhauen. Wenn ich so im Megapark gehen würde. Ich hab mir einfach nur einen Eistee gekauft. Wie die ihn angucken. Guck mal, wie Kalle ihn anguckt. Als ob der da gerade irgendjemanden umgebracht hat. Guck mal, wie Kalle ihn anguckt. Die hasst mich. Pure Enttäuschung. Guck mal, wie die ihn anguckt. Digga, ich hab mir einfach nur einen Eistee gekauft. Die hassen mich. Es ist nicht schlimm, wenn man nicht trinkt oder so, aber so wie ich Sydney und so kenne und die ganzen Situationen, wie oft ich schon auf Malle mit dem waren, das heißt, es ist einfach enttäuscht. Aber wenn man nicht trinkt, dann. Ich muss in einer halben Stunde zum Flughafen. Warum sollte ich jetzt trinken? Gestern Abend gewesen, auf jeden Fall. Gestern? Ja. Warum? Was war gestern? Ich hab gestern eine Kanne rumgemacht. Der sagt so, ihr habt gestern richtig geilen Abend gehabt. Ich sag so, was war denn? Ja, ich hab gestern mit Kalle rumgemacht. Kalle, willst du uns was sagen, Digga? So, ich bin jetzt am Flughafen. Die andere Möglichkeit wäre halt, dass ich morgen früh um 8 Uhr oder sowas fliege. Ne, 7 Uhr. Wir haben Sonntag Spiel mit Delay Sport. Gut so, Sydney, gut so, Sydney, gut so, Sydney. Wir haben noch 5 Ligaspiele oder so, muss ich am Start sein. Ja, aber irgendwie habe ich nicht so enjoyed wie die letzten Male. Am Pegel lag es nicht. Ich werde halt alle 2 Sekunden angesprochen und sowas. Ja, ist schon anstrengend. So wusste ich natürlich, als ich hergekommen bin. Und ich dachte, dass es vielleicht was bringt, wenn ich keine Storys mache und sowas und die Leute nicht wissen, dass ich da bin und es gar nicht sage. Aber es hat nichts gebracht. Aber war ganz lustig. Ihr seht bestimmt noch bei Omid oder so vom letzten Tag, falls ihr noch mehr sehen wollt. Ich hoffe, das wird nicht ab 18. Nächstes Video ist Delay Sports und danach bin ich mit meiner Familie in Kreta. War ein sehr turbulenter Monat, ich war in 1000 Ländern gefühlt. Lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da. Wir sehen uns im nächsten Video, wenn es wieder heißt. Du willst mich mitnehmen? Komm vorbei, wenn du mich brauchst. Ich bin jetzt 18. Nein, ich weiß nicht, und ich raus, ich bin leider. Noch ist's grün. Ist es noch grün? Nach der Leistung auch noch früh abgehauen. Na, krass. Also, Real Talk, ich glaube, ich würde nicht einen Tag im Malle aushalten. So mit angesprochen werden und besoffen angeleilt und so. Ich habe so nichts dagegen, immer Bilder zu machen, aber sobald die Hacke sind, kracht es nämlich immer. Da weiß man immer nie, was die so machen. Everything has changed. Every day.